Hallo zusammen aus den wunderschönen Bang Sen, nur 1,5 Stunden von Bangkok entfernt. Schaut euch mal diese traumhafte Aussicht an. Da hinten das Meer. Und hier gibt es super leckere Getränke. Wir sind gerade im sogenannten Hidden Lab Café. Und ich habe mir hier so ein richtig schön tropisches Getränk bestellt. Das ist Maracuja gemischt mit Beeren, Orange und noch ein bisschen Soda. Das ist ein wahrer Traum bei diesen Temperaturen. Aber jetzt muss ich euch noch was anderes zeigen. Ich drehe mal ganz kurz die Kamera um. Erstmal schaut es nicht so spektakulär aus. Hier natürlich eine schöne Terrasse, keine Frage. Da unten das Meer. Und hier ist dann ja auf den ersten Blick so ein etwas runtergekommenes Gebäude. Und das ist ein altes, verlassenes Luxushotel. Und da hat man jetzt das Café reingebaut. Das heißt, wenn man sich hier Getränk bestellt, kann man durch das alte, verlassene Hotel schlendern. Da hat man auch einige Tische aufgebaut. Da unten ist sogar noch die alte Poolanlage, die man sich anschauen kann. Also ihr wisst ja, ich erkunde ganz gern so alte, verlassene Orte. Und ich finde, das ist ein ganz cooles Konzept. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Schaut mal hier draußen am Parkplatz. Dort ist noch ein altes Foto. Das ist genau dieser Parkplatz hier, als das Hotel noch in Betrieb war. Und da geht es dann rein. Das war die ursprüngliche Lobby vom Hotel. Aktuell ist jetzt hier so eine Kaffeetheke. Ich kann da noch mal einmal ganz kurz hier rüber schwenken, denn das ist der ursprüngliche Name vom Hotel. Also wer will, kannst du mal googeln. Vielleicht findet er irgendwas zur Geschichte vom Hotel und weiß, warum das pleite gegangen ist oder geschlossen hat. Ich kann es euch leider gar nicht sagen. Und da hinten an der Wand gibt es auch noch ein riesiges Gemälde. Und hier muss man einmal beim Reingehen die Rechnung zeigen, dass man etwas bestellt hat. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mal hier oben an. Und das dürfte wohl direkt entweder noch Teil der Lobby sein oder hier waren dann die ersten Zimmer. Hier gibt es zum Beispiel schon mal eine richtig schicke alte Uhr. Und man sieht, hier sind viele, viele Thais, die hier fleißig Fotos machen. Ist ja auch zugegebenermaßen ein richtig schicker Fotospot. Und da hat man dann schon direkt die Aussicht aufs Meer raus. Ist das jetzt hier die Toilette, oder? Okay, das war dann wohl mal das Badezimmer. Inzwischen schaut es natürlich nicht mehr so schick aus. Aber das war wohl mal ein richtiges, luxuriöses Hotel. Denn ihr seht, es ist direkt am Strand gelegen. Das heißt, wir können uns nachher auch noch da runtergehen zum Strand. Und das war jetzt hier wahrscheinlich so ein Zimmer. Was vermutlich der Balkon? Kann sich sehen lassen, die Aussicht, oder? Und hier hat man jetzt statt ein Bett und Kleiderschränke, hat man jetzt einfach ein paar Tische hingestellt. An der Wand hängen noch ein paar Bilder. Also ich hätte hier direkt eine Nacht verbracht. Gerade mit dieser Aussicht hier, das ist schon wirklich cool. Aber jetzt ziehen wir mal weiter. Da war dann früher wahrscheinlich die Zimmernummer, das war Zimmer Nummer 3. Und dann werfen wir mal einen Blick in das benachbarte Zimmer. Ach, guck mal, hier hängt sogar ein Poster vom Breaking Bad. Da würde sich ja direkt anbieten als Filmkulisse. Echt schön gemacht. Hier in der Wand. Ja, vielleicht kam das UFO ja hier vorbei und die Außerirdischen haben das Hotel besetzt. Von daher musste es dann schließen. Auch hier wieder schöner Tisch. Und das war dann das alte Badezimmer. Ah, die Tür ist leider etwas blockiert. Da kann man nicht wirklich reinschauen. Aber hier kriegt man wieder einen ganz guten Eindruck. Da steht sogar noch die alte Schreibmaschine, fehlen leider ein paar Tasten, aber das ist auch ganz cool. Eine thailändische Tastatur hier. Also das war dann vermutlich für die Gäste eine Schreibmaschine. Direkt nebenan gab es einen Musikplayer. Also ich finde sowas ja richtig cool, wenn man diese ganzen alten Elemente ja noch aufhebt und das einfach ja integriert in das neue Konzept, in das Café.
Denn das ist immer wieder wie so eine kleine Zeitreise. Und schaut mal, wer hier hängt. Albert Einstein. Ob der hier mal Gast war, ich bezweifle es ja ein wenig. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal darunter, denn dann kommt ja doch der, ich glaube, interessanteste Teil. Da unten ist dann nämlich der Pool. Aber erstmal stoppe ich hier nochmal kurz. Da oben gibt es ein schickes Porträt. Und hier unten hat sich gerade meine Freundin am Telefon gemütlich gemacht. Vielleicht kommt man hier dann die Anrufe tätigen. Noch so ein altes Scheibentelefon. Also es gibt vermutlich auch schon mal einen Hinweis, zu welcher Zeit das Hotel hier in Betrieb war. Und hier geht es jetzt dann runter. Auf der rechten Seite auch nochmal eine schicke alte Cola-Werbung von 1960. Also das ist auch wieder ein weiterer Hinweis. Und jetzt gucken wir mal, was hier kommt. Ach ja, hier hat man jetzt einen Fotoautomaten aufgestellt und es gibt sogar einen Changing Room. Ich weiß nicht, ob man hier Kleider mieten kann oder ob das einfach ist, wenn man hier mehrere Outfits mitbringt. Die Thais sind ja immer verrückt mit Fotos machen. Könnte natürlich auch sein, dass sie dann verschiedene Outfits mitbringen. Und hier sind jetzt wieder viele, viele Tische. Da hinten das Meer. Ja, und hier ist das nächste Zimmer. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen luxuriöser, denn das ist direkt mit einer Badewanne. Und ihr wisst, Badewannen sind in Thailand ja eher unüblich. Und das sieht sogar so aus wie so ein altes Neonschild. Wahnsinn. Das ist ja eine coole Fotolocation. Also, ich weiß, manche Leute sagen jetzt wahrscheinlich, was ist das für ein altes, runtergekommenes Ding? Ist doch stinklangweilig. Aber ich finde sowas richtig cool. Ich habe ja früher auch als, ja, sag mal, als Kind, als Jugendlicher immer so Lost Places erkundet. Wir haben dann immer irgendwelche verrückten Pläne geschmiedet. Oh, überleg dir, wenn es das gehören würde, wir würden dann hier das und das reinmachen. Und hier hat man das Konzept so ein bisschen umgesetzt. Gerade wenn ich jetzt hier auch nochmal umdrehe. Da unten ist dann der Pool, da kann man jetzt wohl reingehen. Das ist ein beliebter Fotospot. Und dann da hinten der Strand. Also ich finde es Wahnsinn. Muss man sich mal überlegen, wie das wohl vor ein paar Jahren mal aussah, wo man das alles richtig schick eingerichtet hatte. Wäre auch mal interessant zu wissen, was hier eine Nacht gekostet hätte. Aber ich vermute mal, nicht so günstig, wenn ich mir die Aussicht hier anschaue. Also meine Freundin konnte hier gerade noch entziffern von den Fotos. Das ist nämlich, ja, wo damals das Hotel gebaut wurde. Und da oben steht das Jahr auf Thai. Sie hat jetzt mal grob umgerechnet. Also über 50 Jahre ist es her. Und das ist dann der Strand, den wir uns gleich unten anschauen werden. Von daher würde ich sagen, laufen wir mal direkt weiter runter in den Garten. Ja, das war dann vermutlich das Highlight des Hotels. Und zwar dieser Pool hier. Komm mal da. Ach, da gibt es tatsächlich eine kleine Treppe, wo man runtergehen kann. Das ist ja lustig. Schaut mal. Jetzt bin ich im Pool, der erstaunlich tief ist. Ich meine, diese ganzen thailändischen Pools, die sind eigentlich nicht so tief. Und hier am Rand gibt es sogar noch ein Seil, damit man wieder hoch und auch runter kommt. Also hier könnte man definitiv ertrinken. Das ist ja bei den meisten Thai-Pools eher nicht der Fall. Die sind ja immer nur so 1,20 Meter tief. Aber der ist über 2 Meter tief. Nur muss ich hier jetzt wieder hochkommen. Kann ich mal so leicht, wenn man mit einer Hand noch nebenher filmt. So. Und hier vorne kommt dann direkt die Aussicht zum Strand. Ah, schaut nett aus. Da hätte man auch noch einen Infinity Pool hinbauen können. Und ihr seht es da unten, ganz, ganz viele Thais, die alle Fotos machen. Ich meine, heute ist natürlich auch das Wochenende. Und aufgrund der Nähe zu Bangkok kommen hier natürlich viele Leute aus Bangkok, aus Pattaya, aus der Umgebung her,
Und verbringe das Wochenende am Meer. Und ich muss schon echt sagen, das ist ein richtig cooler Ort hier. Und was beim schicken Hotel natürlich nicht fehlen darf, das ist eine private Strandbucht. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ist etwas steinig, der Strand. Aber ich glaube, zum Schnorcheln ist das wahrscheinlich ganz gut mit diesen ganzen Steinchen. Da sind natürlich viele Muscheln und Fische, die dort sind. Könnte auch sein, dass man hier irgendwas gebaut hat und das jetzt schon wieder halb eingestürzt ist. Oder das war vielleicht einfach nur der Garten. Ja, schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr diesen Ort hier findet. Ich bin, wie gesagt, riesiger Fan von diesen alten Lost Places. Gerade wenn man die wieder so ein bisschen zum Leben erweckt und sich ja ein cooles Konzept ausdenkt. Und ich glaube, hier ist es wirklich gut ausgegangen, wenn ich mir anschaue, ja, wie viele Thais hier sind und Fotos machen. Ist, glaube ich, auch auf Social Media, gerade auf Instagram, richtig beliebter Hotspot hier in Bang Sen. Zum Schwimmen wahrscheinlich eher weniger geeignet, da hier jetzt nur die Steinchen sind. Aber mir gefällt es richtig gut. Und wenn ihr ja weitere solche Videos aus Thailand sehen wollt, aus Bangkok, aus der Umgebung von Bangkok, dann lasst doch gern ein Abo da. Gebt einen Daumen nach oben. Vergisst auch nicht, bei mir auf Instagram vorbeizuschauen. Dort poste ich ja immer regelmäßige Story-Updates. Das heißt, selbst wenn es hier auf YouTube mal kein Video gibt, dann gibt es zumindest auf Instagram ein nettes Foto, ein kleines Kurzvideo, was weiß ich. Von daher, lasst dort am besten auch ein Abo und ein Like da. Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ciao!